Besondere an der Rennstrecke Ascari in der Nähe von Malaga ist, dass hier die berühmtesten Kurven der Formel-1-Geschichte nachempfunden worden sind. Und das lädt quasi dazu ein, die Dynamik der einzelnen GTIs auch wirklich auf die Straße zu bringen. Das Besondere an den GTIs ist ihr dynamisches Fahrpotenzial. Wir haben beim Golf GTI, insbesondere beim Performance, mit der mechanischen Vorderachsquersperre die Möglichkeit, das Fahrzeug sehr dynamisch aus den Kurven heraus zu bewegen. Das Fahrzeug kommt sehr dynamisch aus den Ecken. Beim Polo GTI ist es das Gesamtpaket vom Sound über Fahrwerk, über die Lenkung, was super zum Thema Rennstrecke passt. Und der Up GTI ist für mich sowas wie der legitime Nachfolger des 1er GTIs mit seinen gähnenden 115 PS in dem kleinen Auto. Das macht richtig Laune auf der Rennstrecke. Das ist ein richtiges Rennauto. Wir haben mit dem TCR ein leichtes Fahrzeug, 1200 Kilo. 350 PS, das Fahrzeug wirklich als Rennwagen aufgebaut und das ist Rennfeeling live. Ja, der Mythos ist eigentlich die Verbindung aus wirklicher Sportlichkeit und Leidenschaft und aber auch einer Alltagstauglichkeit. Also man kann einen GTI ganz normal im Alltag fahren, aber wenn man Spaß haben will, am Wochenende die Sonne scheint, kann man halt auch den wirklich richtig sportlich bewegen, richtig Spaß haben.